komplette torsomäßige Erscheinung und absolut echt. Also, was machen wir? Könntet ihr mal rüberkommen und eine Sekunde mit mir reden, bitte? Könntet ihr mal rüberkommen für eine Sekunde, bitte? Zier dich nicht, Sissilein, komm schon! Was machen wir nun? Ich weiß es nicht, was denkst du? Ach, lass das! Wir müssen einen Kontakt aufnehmen. Einer von uns sollte versuchen, mit ihm zu sprechen. Guter Gedanke. Oh. Hallo! Ich bin Peter. Bist du öfter hier? In dieser Gegend? Also gut. Okay. Das übliche Zeug funktioniert nicht. Okay. Ich habe einen Plan. Ich weiß genau, was zu tun ist. Dicht zusammenbleiben, Jungs. Ganz, ganz dicht. Ich weiß es. Tut genau, was ich sage. Macht euch bereit. Fertig? Schnappt sie euch! Haben Sie es gesehen? Was war es? Wir kommen auf Sie zurück. Warte! Schnappt sie euch! Das war dein ganzer Plan. Schnappt sie euch! Das war wissenschaftlich. Ich war einfach übererregt. Ich meine, aber war das nicht unglaublich, Pete? Ich meine, wir haben tatsächlich die ätherische Ebene berührt. Weißt du, was das für die Universität bedeuten könnte? Das wird maximaler sein als der Mikrochip, Ray. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ich würde nicht sagen, dass die Erfahrung völlig sinnlos war. Laut diesen Ablesungen haben wir eine ausgezeichnete Chance, ein Gespenst zu fangen und auf unbegrenzte Zeit festzuhalten. Nun, das ist großartig. Wenn die Ionisierungsrate konstant ist für alle ektoplasmischen Einheiten, können wir wirklich ein paar Schädel brechen. Natürlich nur im spirituellen Sinn, du weißt. Spanks, war das wirklich dein Ernst mit dem Gespenstfangen? Ich meine immer alles ernst. Egon, ich nehme ein paar von den Dingen, die ich über dich gesagt habe, zurück. Du hast ihn dir verdient. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und... Hey, Dekan Jäger! Ich nehme an, Sie verlegen uns in ein besseres Quartier auf dem Campus. Nein, ihr werdet wegverlegt, weg vom Campus. Das Aufsichtskomitee hat entschieden, euch die Zuschüsse zu streichen und ihr habt somit das Gelände sofort und auf der Stelle zu verlassen. Das ist völlig absurd. Ich verlange eine Erklärung. Gern. Diese Universität wird nicht fortfahren, irgendwelche Aktivitäten ihrer Gruppe weiterhin zu finanzieren, verstehen Sie? Aber die jungen Leute lieben uns. Dr. Venkman. Wir sind überzeugt, dass es der Zweck der Wissenschaft ist, der Menschheit zu dienen. Sie scheinen aber zu glauben, dass es sich bei der Wissenschaft um eine Art Trickserei handelt. Kartengrundstücke. Ihre Theorien sind die übelste Art von Populärschund. Sie arbeiten mit schlampigen Methoden und äußerst zweifelhaften Schlussfolgerungen. Sie sind ein armseliger Wissenschaftler, Dr. Venkman. Ich verstehe. Für Sie ist kein Platz in dieser Fakultät oder auf dieser Universität. Das ist eine absolute Schande. Jetzt können wir alle anderen Universitäten vergessen. Nein, die würden uns jetzt nicht mal mehr mit der Kohlenzange anfassen. Wieso bist du nur immer so um deine Reputation besorgt? Einstein hat seine besten Arbeiten geleistet, als er auf dem Patentamt angestellt war. Weißt du, wie viel ein Patentamtsangestellter verdient? Nein! Ich persönlich ziehe die Universität vor. Die haben uns immer Geld und Einrichtungen gegeben und wir brauchten nichts zu produzieren. Du warst niemals außerhalb des College. Du weißt nicht, wie es da draußen zugeht. Ich war schon mal in der Privatwirtschaft. Wir erwarten Resultate. Nun, aus welchen Gründen auch immer, Ray, nenne es Schicksal, nenne es Glück, nenne es Karma. Ich glaube daran, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Ich glaube, dass es unsere Bestimmung war, aus dieser Bruchbude hinausgeschmissen zu werden. Aber mit welcher Absicht? In die freie Wirtschaft zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen. Dieses Ektosperrsystem, das Spengler und ich im Sinn haben, wird einen Irrenhaufen Geriebenes verschlingen, um es zu verwirklichen. Woher sollen wir das Geld nehmen, hä? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.